Hallo, guten Tag. Heute geht es mit meinem Video um ein leckeres, einfach zu machendes Frühstücksgericht. Ich hoffe, es gefällt und schmeckt euch auch. Hier erstmal die Zutaten. Benötigt werden 2 Bananen, 2 Eier, Haferflocken, Olivenöl, Zimt und das war's schon. Zunächst werden die Bananen mit einer Gabel vermatscht. Als nächstes nehmt ihr die 2 Eier und gebt diese in eine Schüssel. Die Eier nun gut verrühren. In die Pfanne gebt ihr nur das Olivenöl und verteilt es am besten mit einem Pinsel. Den habe ich jetzt nicht zur Hand, aber das bekomme ich jetzt auch noch irgendwie hin. Die Pfanne wird dann auf mittlerer Stufe erhitzt. Die gestampften Bananen gebt ihr nun in die Schüssel. Und das Ganze wird dann auch gut vermengt. So, nachdem ihr das gut vermengt habt, kommen jetzt noch 4 Esslöffel Haferflocken hinzu. So. Das Ganze dann auch gut vermengen, bis eine schöne, einheitliche Masse entstanden ist. Die Masse kommt dann in die Pfanne. Diese wird jetzt für 2 bis 3 Minuten auf mittlerer Stufe erhitzt. Und dann gewendet. Tja, am besten wendet man das in einem Stück. Das habe ich jetzt nicht geschafft, aber das funktioniert auch so. Ja, das riecht auch schon toll. Jetzt nochmal 2-3 Minuten backen und dann ist es auch schon fertig.
Wie gesagt, das duftet ganz fantastisch. Und ich habe es schon mal gemacht. Da ist es mir ein bisschen besser gelungen. Aber ich kann euch sagen, das ist sehr, sehr lecker. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es euch auch gut geschmeckt hat und gut gelungen ist.